Ihr wollt innovatives Gameplay, ihr wollt wagemutigen Quatsch, Progress und Access, hier seid ihr richtig. Yes. Herzlich willkommen, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid bei einer weiteren Folge Dying Light 2. Lange Rede, kurzer Sinn, Leute. Heute machen wir ein paar Nebenquests und gucken mal, was für Aktivitäten noch so am Start sind. Wir haben das letzte Mal die Hauptquest sehr weit vorangetrieben, was sehr gut ist, weil dadurch haben wir ein paar Sachen wieder eröffnet. Wir haben aber auch sehr viele Locations beim vorletzten Mal wieder erkundet. Und das bedeutet, wir haben sau viele Nebenquests, die wir machen können. Und das müssen wir jetzt machen. Wir fangen damit an, ein paar Nebenquests zu erledigen, Leute. So, hier ist deine Nebenquest gleich mal. Ja, hier vorne. Mal sehen, was uns da erwarten tut. Ich hab ihn aus dem St. Joseph. Warum? Mein Entwurf. Meine Idee. Vom Biomarker redet er. Obwohl, nee, deiner ist ein bisschen anders als der, den ich im Sommer 2024 gebaut habe. Ja, der Original-Biomarker war viel nützlicher. Ah. Okay, warum war er nützlicher? Oh, ich bin interessiert. Rede weiter. Was macht ihn so besonders? Wo soll ich anfangen? Keine Ahnung. Also, neben der Überwachung der Konzentration von THV-Infektionsvektoren in deinem Blut, haben die ersten Biomarker die Phosphokreatinsynthese organisch verbessert und den ADP-Molekülen Phosphate geliefert, sowie eine Stimulation des... Wow, auf Deutsch bitte. Das hat man doch verstanden. Und schneller gemacht. ADP ist doch die Umwandlung von Sauerstoff, also diese Energien in Zellen sozusagen. Hey Leute, ich komme hier raus, ja. Und warum wird er nicht benutzt? Jetzt wird's spannend. Warum verwenden die Leute das Modell dann nicht? Sagen wir, es gab geringe Nebenwirkungen. Und die wären... Egal. Was wichtig ist, ist, dass meine richtige Rivalin, das ist, damals Leiterin des GIE, sie für zu gefährlich hielt. Sie hat sie in einem Tresor irgendwo in dem Gebäude da drüben eingeschlossen. Im St. Joseph. Okay, dann lass mich da hingehen jetzt. Genau. Willst du wissen, wie man den Tresor öffnet und an meinen das interessiert mich. Biomarker gelangt? Klar. Ja. Gleiche Antwort. Ich habe eine Notiz auf Katsumis Schreibtisch gefunden. Sie hat den Code vom Tresor wohl verschlüsselt. Mit einer Art Rätsel. Wie lautet das Rätsel? Was wird kleiner, wenn man es umdreht? Das ist die erste Ziffer für den Tresorcode? Ja, das zweite. Was macht man, wenn man am Strand einen Ring verliert? Und das dritte. Ein kleines Mädchen geht in den Laden und kauft ein Dutzend Eier. Auf ihrem Heimweg zerbrechen alle Eier bis auf drei. Wie viele Eier sind noch heil? Also, finde den Tresor in Katsumis Büro im St. Joseph. Wenn man seinen Ring verliert, und öffne ihn mit da wird eine Eins draus. Darin solltest du meinen oder? Biomarker finden. Ich keine Ahnung, Mann. Ja gut, die ist wichtig. Ja, sicherlich. Oh mein Gott, also ja, keine Ahnung, ob da meine Überlegungen stimmen. Wir werden es mal rausfinden. Ja, wir gucken es mal. Wir gucken uns den ersten Biomarker an. Wo ist denn der? Da. Hier ist es. Ja, los, rein mit uns. Na, das ist der Tresor, über den der alte Mann geredet hat. Der okay, wir schauen uns das jetzt mal genau an. Also, mal sehen. Nee. Wo ist es? Nicht bei Hinweis, sondern bei Sammlerstücke müsste es ja sein. Okay, hier. Was wird kleiner, wenn man das umdreht? Eine 5. Weil wenn du eine 5 umdrehst, sieht sie aus wie eine 2. Oder? Stimmt das? Naja, 5. Ich glaube mal 5. Was macht man, wenn man am Strand einen Ring verliert? Was man macht? Geht man unter. Dann ist man eine 1. Also 5, 1, 3? Ich weiß nicht, ob das stimmen kann. Ich probiere es jetzt mal. Nee, das war's nicht. Okay, lasst mich mal überlegen. Ja. Was macht man, wenn man am Strand einen Ring verliert? Was wird kleiner, wenn man es umdreht? Könnte auch 9 und 6 sein. Also eine 9 dann sozusagen. Vielleicht macht es auch mehr Sinn.
Okay, wir können 9, 3, ich weiß nicht, was wir da benutzen sollen. Das macht, wenn man am Strand einen Ring verliert. No plan! Hä? Ich komme nicht drauf. Also 9 könnte ja so schon stimmen, ne? Weil wenn du eine 9 umdrehst, könnte es eine 6, weil die 5 scheint es nicht zu sein, oder? Bin mir nicht sicher, weil die zweite Zahl völlig... Also ich denke eine 1 mal und dann eine 3 vielleicht? Hä? Ich verstehe es nicht. Moment, die meinen kein Schwimmring, oder? Aber es spielt doch keine Rolle. Was macht man denn, wenn man am Strand einen Ring verliert? Ein paar Sekunden später. Moment, ist das eine Art Gag? Eine Art Gag? Wie, kennt ihr diesen blöden Gag? Moment, vielleicht ist es die 7, wisst ihr warum? Kennt ihr diesen blöden Gag? Was ist 7 mal 7? Den habe ich so oft gemacht, diesen blöden Gag. Was ist 7 mal 7? Und dann sagen die meisten 49, dann sagst du, feiner Sand. Hahaha. Also wartet mal. Aber ja, ich meine, probieren wir es mal. 9? Ist halt wieder so eine eigenartige Zahl, wo ich nicht weiß. Und 3 ist, denke ich, logisch, weil das ist total die dumme Frage zum Schluss. Das ist richtig krass, Leute. Geil, Alter. 7 mal 7 ist feiner Sand. Geil. Wow. Okay. Sieht aus, als hätte der alte Spinner die Wahrheit gesagt. Okay, was können wir jetzt machen? Das andere auch alles stimmt. Was denn? Biomarker? Okay, was... Wow! Was ist das zum Teufel? Eine verschwommene Sicht? Ich höre Monsters. Was? Soll das... Oh Gott, ich bin viel langsamer irgendwie. Was ist denn jetzt los hier? Hä? Was ist denn das jetzt hier? Wir sind voll träge und langsam. What? Jetzt wollen wir zu ihm zurück. Ich wollte nicht, dass du ihn testest. Nur, dass du ihn zu mir bringst. Jetzt ist er vielleicht nutzlos. Oh, scheiße. Wie funktioniert er? Es war toll, so stark zu sein. Es reicht. Wer weiß, ob ich ihn reparieren kann. Verdammte Scheiße. Deine Generation kann einfach nicht zuhören. Echt eine komische Quest, oder? Lies das. Vielleicht bist du nächstes Mal ein bisschen vorsichtiger, wenn dir jemand medizinisches Gerät in die Hand gibt. Ab mit dir. Hä, was denn? Was sollen wir lesen? Was hat er uns gegeben? Er hat uns Hemmstoff gegeben. Ja, geil, her damit, oder? Ach, das sind wieder... Oh, das sind irgendwelche Bandidos. Okay, Bandidos. Das sind BKs. Den Sirenenklopfer gleich mal. Ich würde dich gern gehen lassen, du brennst leider zurzeit. Hoffentlich verbrennt er nicht. Was ist hier los? Verdammt nochmal. Alter, ist das übel. Wie lange hat das jetzt gebrannt, bitte? Hier sind sau viele Fragezeichen. Gehen wir mal dahin. Ich will mal sehen, was das hier alles zu bedeuten hat. Ach, das ist da oben. Na super. Man muss von da hinten hoch, sonst kommt man da nie hin. Den kriegst du nicht. Der ist so hoch für dich, mein kleiner Deppi. Jumpe hoch, mein Freund. Jumpe. Okay, jetzt ist halt die Frage, wie man das hier schafft. Vielleicht braucht man hier auch sogar Wallreit. Verstehen Sie, was ich meine, wenn ich sage Wallreit? Never. Never. Hier ist etwas, das Hilfe braucht. Na, wie gefällt dir das? Ja, ja. Nur weil ich diesen Kleinen da besiegen wollte. Hinter mir bestimmt wieder, ich muss aufpassen. Nee, doch nicht. Okay, wunderbar. Mach ich euch platt. Triffst mich hin, du dicker Idiot. Hier, brenn. Brenn, du Sau. Ja, wir lassen ihn mal ein bisschen toben. So, Tobi. Tobi. Tobsen. Ausholen und drauf. Okay, öffnen wir das. Das ist irgendeine Nebenquest. Ein PK. Danke. Mein Name ist Wash. Wash. Aiden.
Sehr edel von dir, einen Feind zu retten. Feind? Du bist nicht mein Feind. Aber jetzt stehen wir, wie sagt man, auf unterschiedlichen Seiten? Wir stehen Seit auf derselben Seite, wenn es um die Infizierten geht. Sowieso, was aber wir sind sowieso keine Feinde, oder? Das ist streng geheim. Du bist also ein Spion. Sollte ich die Leute hier vor dir warnen? In Ordnung, ich sag's dir. Es ist ein Geheimnis, allerdings kein Militärgeheimnis. Ich sollte hier ein Mädchen treffen. Aus dem Bazar. Ich sehe hier niemanden. Sie hat dich offenbar versetzt. Das ist kein Date. Wir wollten die Stadt verlassen. Vor die Mauern kommen. Das ist nicht so einfach. Romeo und Julia, hä? Wir finden einen Weg. Warum wollt ihr abhauen? Chloe hat genug davon, dass im Bazar alles knapp geworden ist. Besonders das Wasser. Das haben Bazar wir doch geklärt. Wasser. Eben. Chloe weiß das noch nicht. Sie lebt außerhalb des Bazars. Dann geh doch und schau nach ihr. Mach ich. Die Logik. Und kann ich dich um was bitten? Um Zeit zu sparen? Ich gehe zu Chloes Wohnung. Kannst du zu ihrer Freundin Liz? Chloe ist immer bei ihr. Sie wohnt in Wuthering. Na gut. Wir haben eh nichts anderes zu tun, Leute. Machen wir das halt. Klinik. Ich werde sehen, was ich tun kann. Wir gucken Danke. Mal. Sag mir über Funk Bescheid, wenn du da bist. Ja, ja. Wie immer. Schau mal her, was ich machen kann. Bam. Voll zur Seite. Es ist schon ultra lächerlich, wie der hier abgeht. Kopf wir gleich mal hier hoch. Verdammt, die Infizierten sind eingedrungen. Ich merk's. Wer bist du, dass du dich hier so an mich annäherst? So, was ist hier los? Lebt sie noch? Ja, scheint ganz gut zu gehen. Chloe. Wozu? Sie ist nicht da. Wash, Chloe ist nicht hier. Sie ist auch nicht zu Hause. Aiden, sie muss bei Liz sein. Ich wüsste nicht, wo sie sonst sein sollte. Tot? Gehst du irgendwo hin? Geht dich nichts an. Chloe ist gegangen. Und zwar für immer. Verstehst du? Sag Wash, er soll sie vergessen. Chloe ist ohne ihn gegangen. Sie ist gegangen? Oder ist sie dabei zu gehen? Mit dir nehme ich an. Vielleicht. Warum gehen? Es gibt wieder Wasser. Gestern gab es Krieg ums Wasser und morgen ist es wieder was anderes. Hier Klar. Ist immer Blut. Das stimmt. Wir haben genug davon. Wir wollen es woanders versuchen. Wir, das heißt du, Chloe. Was ist das wird nicht gut ausgehen. Wash? Er war nur unser Ticket nach draußen. Das war alles. Ihr habt ihn benutzt? Jetzt kann er sich verpissen. Ich konnte nichts machen, Chloe. Wash? Chloe. Warte, das ist also Chloe? Hä? Ich bin nur Frontfutter. Mir hat keiner gesagt, was passieren würde. Bitte, geh nicht ohne mich. Lass mich mitkommen. Wir drei. Hä? Liz wird dagegen sein. Dann überzeug sie. Aiden, komm schon. Bitte, sag was. Du warst doch draußen. Du weißt, wie es außerhalb der Mauern aussieht. Ja, richtig übel. Sterben alle. Glaube ich schon, ja. Zu zweit, zu dritt, völlig egal. Ihr wisst nicht, was euch bevorsteht. Richtig. Wir könnten hierbleiben, Chloe. Ihr habt doch jetzt Wasser, stimmt's? Ist mir scheißegal. Ich will hier weg. Wie wollt ihr an den PKs vorbeikommen? Wir überlegen uns schon was. Und wie wollt ihr ohne UV-Lampen überleben? Du hast recht. Der ganze Plan war von Anfang an dämlich. Hat er nicht viel gebraucht, um sie zu überzeugen? Du bleibst also hier? Ich bleibe hier. Aber ich möchte dich nicht mehr sehen. Was? Du warst ein Mittel zum Zweck, Wash. Wenn wir hier bleiben, dann war's das. Aber Chloe... Das ist total bescheuert. Du hast das einfach nicht geplant. Tut mir leid. Zum Tja. Teufel mit dir, Aiden. Danke für den Rat. Was habe ich schon getan? Ich habe ja nur die Wahrheit gesagt. Die Leute würden ja wahrscheinlich nicht mal... Was ich mir dabei gedacht habe. Nicht mal ein Ja aushalten. Ach, die würden gar nichts aushalten. Aber dass du ihn benutzt hast, ist was Böses. Das ist nicht okay. Ich plündere dich mal schnell. Du weißt schon, ne? So gehört sich das. Und jetzt mache ich die Tür zu. Bleib alleine. Und tschüss. Hier kommen wir einem Hebstoffbehälter näher. Moment, Leute. Hier ist vielleicht noch ein Eingang. Ich habe nicht wirklich geschaut. Oder vielleicht... Ne, ich finde hier auch nichts, ehrlich gesagt. Kommen wir hier rein?
Oh, wir kommen hier rein jetzt mit dem Schlüssel. Das habe ich noch nie probiert. Sperrgebiet. Frag mich, ob hier was ist. Oh. Das ist eine Dark Zone. Das ist ja voll das harte Ding, gegen das wir kämpfen. Alter, ist das hart. Hätten wir das vielleicht irgendwie... Das ist zu stark, das Teil. Ich hoffe nicht, dass der Typ hier noch da ist. Ja, du sollst runter. Verstehst du das nicht? Okay. Wenn jetzt der Typ wieder da ist, wird es natürlich echt übel, ihn zu besiegen. Nee, der ist weg, Gott sei Dank. Okay. Hier kann man aufmachen. Krass. Hier kann man auch runter. Okay, wartet mal. Ich gehe erstmal aber hier. Hier kann man rein, oder? Hier sind schlafende Schönheiten und Chemiegebiet und Loot. Das ist aber Stufe 4 hier, ne? Die sind härter. Das sind echt viele. Und die kommen jetzt in diese Richtung. Ich kann mich nicht weiter zurückziehen. Das wird was werden hier. Schaut mal, wie viele Leichen jetzt hier rumliegen. Ich hätte es nicht gedacht. Alter, leck mich am Arsch. Ich glaube, es war eher gedacht, sich hier vorbeizuschleichen, aber wir haben nur eine Minute Zeit, um das zu schaffen. Oh, es ist gleich am Anfang. Wie geil. Okay, ein bisschen in die Richtung. Okay. Fett. Fett. Gib mir mal das Zeug hier, bitte. Ja, ich weiß, die haben die Immunität. I know, I know. Los, 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 los. Wir müssen schnell sein. Gib mir den grünen Kristall, bitte. Hier sind sie wieder ein paar. Oh mein Gott. Bitte mal bitte liegen bleiben, ihr Dummies. Wir sterben doch, oder? Und wir müssen wieder kämpfen. Sehr gut. Das war's mit dir. Das war ein Runner. Ein Blade Runner. Her damit. Wir wollen stärker werden. Aha. Es sind 4 Hemmstoffe hier in der Dark Zone. Das ist ja hart. Wie viele noch? Egal. Wir laden uns erst wieder auf. Das ist unglaublich groß. Ich hätte es nicht gedacht. Das ist ein Riesenteil hier. Hier, wir müssen den Schacht nehmen. Wir müssen den Schacht nehmen. Und dann müssen wir uns durchkämpfen. Kein Quatsch. Wenn du den Schattenjäger hast, haben wir verloren. Diese Typen sind ja mega stark, Alter. Ich frage mich, wann wir die besiegen können. Okay, wir können hier rein. Moment, wir gehen da durch. Ist mir wurscht. Ist mir egal. Dietrich, schwer holen wir uns das. Sehr gut. Chemiegebiet nervt. Nein, du sollst... Alter. Dieser Depp. Hier sind zu viele. Zu viele, Leute. Zu viele. Ich glaube, wir müssen kämpfen. Leute, ein Massaker. Ich glaube, hier. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, weiter. Hier ist er. Das ist der nächste. Wir holen sie alle. Hm? Schaffen wir das? Geil, das ist der zweite von 4... Wow, 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 wow. Kommst du jetzt her? Ich dachte, wir hätten schon alle erwischt. Es war die Nacht. Die Nacht ist vorbei. Wir haben die ganze Nacht hier verbracht. Okay, ich schalte die Abkürzung frei und dann gehen wir wieder, weil es ist echt heftig hier. Weil du hässlicher. Oh nein. Oh Gott. Schnell durch. Wir müssen weg. Okay, wir müssen umdrehen und hoch. Der Typ ist da. Der Typ ist da. Der Typ ist da. Ich habe zu Schiss. Der Typ ist hart. Weg hier. Oh Gott. Hoch mit uns.
Oh mein Gott! Kommt er hoch. Ist der Weg nach draußen. Oh mein Gott! Wir dürfen das nicht bei Tag erkunden. Da kommen diese Typis. Und die sind zu hart. Okay, reden wir mal mit Sophie. Mal sehen. Story Quest, Leute. Mal sehen. Das ist Wahnsinn, Sophie. Die Peacekeeper haben mehr Waffen. Mehr Männer. Sie werden uns wie Würmer zerquetschen. Wir wollen nicht sie angreifen. Mehr Männer haben. Wir haben aber den Heimvorteil. Du willst doch keinen offenen Krieg beginnen, du bist oder? Verrückt. Ich verbiete es. Solange ich den Basar leite, wird niemand die Peacekeeper angreifen. Allerdings. Du leitest den Basar nicht mehr. Bist du verrückt? Was? Du bist kein Anführer, Karl. Das warst du nie. Ihr seid verrückt. Ich werde sie nicht unterstützen. Kristalle. Du wurdest beinahe selbst umgebracht. Meine Mutter wollte einen freien Basar. Keine Sklaven zu Diensten der Peacekeeper. Ich will den Frieden hier wiederherstellen. Du willst Krieg? Kannst du mir dabei helfen? Sind wir hier bei 1984? Roger, Humphrey, verhaftet sie. Was macht ihr da? Sie wollen den Basar verraten. Roger. Du hast keine Macht mehr, Karl. Du willst wie deine Mutter sein? Dann wirst du Blut an den Händen haben, Sophie. Viel Blut. Also ich werde sie nicht unterstützen, wenn sie die Peacekeeper angreifen wollen. Wir haben keine Chance in einem offenen Kampf. Sophie, was zum... Deswegen werden wir sie zuerst schwächen. Nein. Was meinst du damit? Ihr zerstört euch gegenseitig. Ohne UV-Lampen kann Aitor seine Basis nicht verteidigen. Sie werden aus den U-Bahn-Tunneln getrieben und von ihrem Waffenarsenal abgeschnitten. Wie soll mich all das zum Zentralring bringen? Sobald Aitor geschwächt ist, wird er sich zurückziehen, um auf Verstärkung zu warten. Dann schaffst du es zum Zentralring, Aiden. Aber zuerst müssen wir das Windrad in die Luft jagen. Und zwar schnell. Bevor Aitor Wind davon bekommt, was wir vorhaben. Barney, versammle unsere Leute. Macht euch bereit. Ich mach Roger nicht mit. Humphrey, no way. Geht zur Waffenkammer. No way. Du, Aiden, du gehst zu Alberto und Vincenzo. Sie werden dich in den Plan einweisen. Okay. Gemeinschaft und Freiheit, Aiden. Gemeinsam werden wir siegen. Nein. 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 No way. Ich mach nicht mit. Vergiss es. Ah. Don't want to and I will not. Die spinnen wohl. Das ist nie meine Absicht gewesen. Auf keinen Fall werden wir sie bei diesem Krieg unterstützen. Ich habe Aether auch mein Wort gegeben. Apropos, ich stehe nicht auf der Seite des Basars. Die können mich mal. Die haben wohl einen Dachschaden. Ja, das geht dann direkt in die Nacht, aber macht ja nichts. Gehen wir dahin. Das ist, sieht aus, als wäre das eine Quest von einem Peacekeeper. Alles okay bei dir? Okay, schauen wir mal. Wegen dir bin ich rausgekommen. Und nochmal. Die Tasche ist da. 13 Schritte vom Eingang entfernt. 27. Ups. Warte. In dem Moment kamen zwei Infizierte angerannt. Verdammt. Ich werde sie nie wiederfinden. Ach, komm mal runter, Junge. Die CD von meinem Vater. Alles wird gut. Die Zukunft der Menschheit hängt davon ab. Die Zukunft der Menschheit? Das sagt mein Vater. Stellan Borg. Und du bist Björn, oder? Kosmologie hier an der Universität. Björn Borg. Hast du schon von ihm gehört? Er hat Nein. die berühmte Abhandlung Die Kosmologie der Virologie geschrieben. Echtes Next-Level-Denken. Und was ist auf der CD drauf? Keine Ahnung. Mein Vater hat sie in einem Rucksack gelassen. Eine Tasche. Ich weiß nicht. Ich habe noch nicht überall nachgesehen. Ich war 13 Schritte von diesem Apartment, als zwei Infizierte reingeplatzt sind. Nein, warte. 3. Soll ich dir helfen? Würdest du? Weil ich könnte nicht mal... Ich meine, ich könnte es versuchen. Aber 3 Infizierte sind zu viel für mich. Die machen mich kalt. Ah, vermutlich. Stimmt. Also, mein Vorschlag. Die CD ist in der Tasche meines Vaters oder seinem Rucksack. Mhm. Und die Tasche oder der Rucksack ist in unserem Apartment. Okay. 116 Bell Tower Road. Ja, wir gucken mal. Das ist westlich von Horseshoe. Ja, okay. Das Schicksal der Menschheit hängt davon ab, ob du diese CD findest oder nicht. Okay, dann scheint es wichtig zu sein. Bezahlen, wenn du ihm die CD bringst. Er wartet vor der Kirche. Na, da bin ich mal gespannt. Oh, und noch ein Tipp. Warte bis zur Dämmerung. Dann hauen sie ab. Da drin ist es ziemlich voll tagsüber. 5 in der Halle, dann 2 einen Stock höher. Nein, 3... Dürfen wir? Okay.
Der Schlüssel zur Menschlichkeit. Auf geht's. Okay, hier müssen wir rein. Hä, da ist ja gleich einer. Ich meine, ich verstehe es vielleicht nicht. Wappnet euch, Leute. Wappnet euch mit Wissen. Wappnet euch mit Mut. Ihr könnt alles schaffen. Okay, scheiß drauf. Jetzt gehen wir weiter. Da hinten ist ein Heuler. Ist ja unglaublich. Das hätte ich nicht gedacht, dass da hinten ein Heuler drin ist. Hier drin. Das hat ihm wehgetan, aber der hat keine Ahnung. Ich frage mich, ob ich den Heuler mit Wurfmessern killen kann. Die Jagd hier drin, oder was? Die Jagd hat hier drin begonnen. Wie lange geht die Jagd eigentlich weiter, frage ich mich. Bis sie mich nicht mehr bemerken oder bis alle tot sind? Die Jagd ist vorbei. Cool. Okay, wir müssen die ganzen Ressourcen hier holen. Antibiotika wieder mal. Coole Geschichte. Was auch immer auf dir drauf ist, ist es hoffentlich wert. Also nachts ist hier aber echt was los, ne? Aber nicht im positiven Sinne. Was ist das? Besiege. Ja, ich besiege. Habe ich besiegt. Okay, da müssen wir hin. Mal sehen, was das für eine CD ist. Kommt drauf an. Was kommt drauf an? Was soll das bedeuten? Du hast die CD? Ja, und deinem Sohn geht's gut. Nur, falls du dich fragst. Danke für die CD. Was soll das ganze Gerede von die CD enthält das Schicksal der Menschheit und so? Wenn ich das so direkt sagen darf, könnte das hier die einzige Erlösung für die Menschheit sein. Die Leute verbrennen Bücher, um nachts nicht zu frieren. Sie nutzen Ölbilder auf Leinwand, um Löcher in Dächern zu stopfen. Und in gotischen Kathedralen werden Tomaten verkauft. Sie verstehen nicht, dass niemand ewig lebt. Im Gegensatz zu Kunst. Das ist es. Hörst du das? Und jetzt dieser Übergang. Genau so. Ich finde, er hat recht. Das ist sau cool. Cool. Absolut, sowas braucht die Menschheit. Und ich bin wirklich davon überzeugt. Okay, cool. Okay. Was ist los? Machen wir die Quest. Gott, er ist wieder verschwunden. Ich war schon überall, hab jeden gefragt, aber niemand hat ihn gesehen. Oh Mann. Was ist mit Mo? Ist er auch weg? Nein, er ist zu Hause, gesund und munter. Also nur Scott, der Ältere. Scott stecken könnte. Nichts. Das macht mir Sorgen. Eigentlich geraten sie zusammen in Schwierigkeiten. Wenn du möchtest, kann ich deinen Sohn suchen. Gucken wir mal. Vielen Dank, Aiden. Du bist ein Geschenk des Himmels. Und nicht nur ein blöder Pilger. Er ist am Nachmittag los, ohne Mo. Und er ist nicht zurückgekommen. Er ist über Nacht weggeblieben. Und was noch seltsamer ist, am Abend kamen ein paar Männer vorbei und haben nach ihm gesucht. Oh, was wollten die? Das wollten sie nicht sagen. Also habe ich sie fortgejagt. Aber später habe ich gesehen, wie Rüd Weghorst mit ihnen gesprochen hat. Rüd Weghorst. Ich hatte ein schlechtes Gefühl. Er hatte es zuletzt auf meinen Jungen abgesehen. Vielleicht hat er etwas damit zu tun. Vielleicht. Scott steht total auf Rüds Tochter und Rüd gefällt das überhaupt nicht. Er hat angefangen, meinen Jungen wie Dreck zu behandeln. Diese Männer, irgendeine Ahnung, wer sie waren? Sie sagten, dass sie jemanden ohne Biomarker suchen. Das kann natürlich nicht Scott sein. Oh shit. Sie kommen nicht aus dem Bazar, so viel ist sicher. Sie suchen mich. Wir müssen unbedingt dem helfen, weil deswegen uns in Ärger. Und du gehst nach Hause und passt auf Mo auf. Auf jeden Fall. Das sind diese Arschlis, die uns suchen eben, nicht wahr? Das ist Rüd. Rüd, ich muss mit dir reden. Du bist es, dieser Pilger. Am Anfang haben die Leute alles Mögliche über dich erzählt, aber nach dem, was du getan hast... Sag mal, wie gefällt es dir hier auf dem Bazar? Ich gewöhne mich langsam dran. Du kannst hier viel erreichen, solange du dich mit den richtigen Leuten umgibst. Ich kenne hier jeden.
Scott Gunther. Ist das nicht die gleiche Stimme wie Aether? Viel zu gut, leider. Ich suche nach ihm, Daenerys. Wusstest du, dass er letzte Nacht nicht nach Hause gekommen ist? Hätte Daenerys ihn anständig erzogen, dann wäre er vielleicht gekommen. Wenn du ihm schon nicht helfen möchtest, dann hilf zumindest mir. Gut, dir werde ich helfen. Was willst du wissen? Ein paar Männer haben gestern nach Scott gesucht und nach dem, was ich so höre, hast du mit ihnen gesprochen. Ja, das waren Anwerber oder sowas. Anwerber? Was meinst du damit? Sie haben nach kräftigen jungen Männern gesucht, also habe ich ihnen Scott empfohlen. Oh. Was ist mit deiner Tochter? Weiß sie, wo Scott sein könnte? Los weiß gar nichts. Los. Hast du sie gefragt oder sagst du das nur? Meine Tochter hat genug Zeit mit diesem kleinen Scheißer verschwendet. Ich will mit Los sprechen. Eben. Für das Wasser schulden wir dir was, aber verdammt, ich will nicht, dass du meine Tochter belästigst. Was, wenn Scott was zugestoßen ist? Sieh es doch, sieh es doch, Los. Kommt nicht in Frage. Hau ab, bevor... Sprecht ihr über Scotty? Was ist los? Ist dir mit was zugestoßen? Ich dachte, der da hinten wär's. Wann hast du ihn zuletzt gesehen? Gestern Nachmittag. Sagte er, wollte sich beweisen. Nicht, dass er bei diesen blöden Männern mit ist. Sich beweisen? Er kann ein Romantiker sein. Ein Romantiker? Los, ich liebe dich. Aber du musst aufhören, die Scheiße zu glauben, die dieser Schwachkopf erzählt. Hm. Scott könnte in ernsten Schwierigkeiten stecken. Oh mein Gott. Beruhige dich, Los. Ich bin sicher, er wird wieder auftauchen. Hat Scott gesagt, wo er hin wollte? Mal überlegen. Er hat die Crocodile Flats erwähnt. The Crocodile Flats! Von Hounfield. Er sagte was von so einem Schatz in einem verlassenen Gebäude. Bitte, du musst ihn finden. Ich probier's. Ich gebe mein Bestes. Okay, gut, wir haben jetzt eine Destination. Destination set. Los geht's, wo müssen wir hin? Fragen wir den Kerl. Da ist er doch. Hey, hast du einen Jungen gesehen, der Scott heißt? Mhm. Nerys Brut. Wie ich ihr gesagt habe. Nein. Er ist verschwunden. Tja, ich bin nur ein Torwächter, kein Babysitter. Schon klar. Irgendwas Verdächtiges gesehen? Schau mal, meine Aufgabe ist es, den Bazar frei von Infizierten zu halten. Ich werde nicht bezahlt, ein Buch über jede einzelne Person zu führen, die hier ein- und ausgeht. Ich muss nur wissen, ob sie einen Biomarker haben. Was willst du, Mann? Ja gut, danke für die Nichthilfe im Endeffekt, oder? Halleluja. Okay, hier oben sieht's doch gut aus. Hier. Mal sehen. Wer zum Teufel bist du? Wer weiß. Vielleicht bin ich der Kerl, nach dem du suchst. Probieren wir mal zu parieren. Natürlich haben wir es nicht geschafft. Achso, das war ein starker Angriff. Das ging nicht. Den hat's erledigt. Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. Ich weiß nur, dass ich gut ausgewichen mit Relikmachete. Und dann, ja, habe ich von hinten überrascht den anderen Kerl. Und dann, ja, Okay. Hauptsache geklappt, würde ich sagen. Ich könnte hier. Ich helfe dir schon, Scott. Dummy. Vielen Dank. Aiden, du bist es. Du hast mich gerettet. Ja. Scott, ich habe dich gesucht. Kennst du diese Männer? Kennst du diese Männer? Hab nur von ihnen gehört. Das sind Abtrünnige. Abtrünnige? Ja, ich habe sie vorher auch noch nie auf dem Bazar gesehen. Wir haben gehofft, sie lassen den Bazar in Ruhe, weil wir eh schon bettelarm sind. Sagten sie, was sie wollen? Keine Ahnung. Ich wollte gerade zu den Crocodile Flats und dann haben sie mich plötzlich gejagt. Dann haben sie mich geschnappt und hierher gebracht. Du ziehst Ärger auch wirklich an, Scott. Ja, wenn du nicht wärst, hätte ich vielleicht nicht so viel Ärger. Das ist also meine Schuld? Womit habe ich dich diesmal verärgert? Ich bin nicht verärgert, nur frustriert. Deine kleine Heldennummer, Mann. Die hat mir alles versaut. Und ich hatte ein gutes Ding laufen. Okay. Dass der Bazar wieder Wasser hat, hat dein Leben zerstört. Erzähl. Versteh mich nicht falsch. Allen geht es so viel besser. Außer mir. Schau, vor dieser Sache war Wasser das Einzige, was ich bekommen konnte. Genug, um es zu teilen. Also,
Ich habe es mit Los Familie geteilt. Rüd hatte damals kein Problem mit mir. Nachdem alle Wasser hatten, war ich auf einmal nichts Besonderes mehr. Und noch schlimmer, Rüd meinte, ich sei nicht gut genug für seine Tochter. Aber ich liebe Los. Liebt sie dich? Was ist denn das für eine Frage? Na, du gibst ihr Wasser. Wenn wir zusammen sind, gibt es nichts, was ich ihr nicht geben würde. Aber zuerst beweise ich ihrem Vater, wie sehr er sich in mir täuscht. Ich würde alles tun, um mich vor den beiden zu beweisen. Also darum geht es bei dieser Mission. Rüd sagte, ich hätte eine Chance mit Los. Hat von so einer Halskette erzählt, die irgendeiner reichen Tante gehört hat. Das ist so ganz typisch. Der Vater wählt eine unmöglich zu erledigende Aufgabe, wenn er sich des für ihn in seinen Augen falschen Verehrers entledigen möchte. Weiter geht's. Ein Vermögen wird. Er sagte, sie sei vielleicht noch in ihrer Wohnung. Ah, also hat dich Rüd in die Crocodile Flats geschickt. Irgendwie schon. Er hat mir gesagt, wenn ich die Halskette bekommen könnte, würde ich mich vielleicht als würdig für seine Tochter erweisen. Er wollte nur tot sehen. Sie zu heiraten. Schlimm. Also, ich muss sie holen, damit ich mit Los zusammen sein kann. Das ist doch falsch. Wir sollten ihm die Wahrheit sagen, oder? Ich würde ihn aber gerne unterstützen. Andererseits, Was sollen wir tun? Du weißt, dass das ein sinnloses Unterfangen ist, oder? Eine Falle. Warum sonst wären Schläger hier gewesen? Wer wusste, dass du hier bist? Nur Rüd. Und ja, der Kerl mag mich nicht, aber warum sollte er mir eine Falle stellen? Er weiß, dass ich Los liebe. Und das gefällt ihm bestimmt nicht. Deine Mutter hat gesehen, wie Rüd gestern mit diesen beiden Schlägern gesprochen hat. Dachte wohl, er kann dich nur so von seiner Tochter fernhalten. Dieser Wichser! Mich von Los fernhalten? Ich hätte umkommen können. Das war wohl der Plan. Ich bring ihn um. Nein. Das kannst du versuchen, aber ihren Vater umzubringen, könnte die Sache mit Los komplizierter machen. Ich meine ja nur. Na toll. Er ist Held und jetzt Beziehungsberater? Was soll ich denn sonst machen? Keine Ahnung. Er will nicht, dass ich und Los zusammen sind, aber ich lasse nicht zu, dass er uns trennt. Ich kümmere mich um Rüd. Du gehst nach Hause und sagst deiner Mutter, dass du in Sicherheit bist. Sie ist gerade ganz krank vor Sorge. Obwohl, ich frage mich gerade, wenn in der Wohnung eine Halskette ist, dann im obersten Stock, Wohnung 21. Aber vielleicht hat sich Rüd das alles nur ausgedacht. Wir sollten das holen. Würde mich nicht überraschen. Und hier, nimm die hier. Ich wollte sie eigentlich zur Ablenkung mit zur Wohnung nehmen, aber ich glaube, jetzt brauche ich sie nicht mehr. Hörst du dir eigentlich mal? Sind das beide seine Töchter? Warum hast du es denn nicht selbst gemacht? Wo ist Scott? Hast du ihn gefunden? Er ist zu Hause bei seiner Mutter, in Sicherheit. Scott hat deine Mission überlebt, Rüd. Du bist sicher enttäuscht. Wovon spricht er? Los. Du weißt, ich liebe dich, nicht wahr? Ich will nur dein Bestes. Ja. Aber so eine Methode? Unglaublich. Du weißt, dass Scott nicht gut für dich ist. Ich dachte, das bläut dem Jungen etwas Vernunft ein, damit er vielleicht aufgibt. Was aufgeben? Oder wen? Mich? Denke ich schon, aber wird das sagen? Aber ich bleib da stehen. Es ist wohl am besten, wenn sie die Wahrheit von dir erfährt. Halt dich da raus. Habe ich das nicht gerade gesagt? Ich mache keine Witze, Rüd. Das ist deine letzte Chance. Gut, in Ordnung, ich sag's ihr. Ich habe versucht, Scott loszuwerden. Für immer. Es tut mir leid. Du hast was gemacht? Ich weiß, dass du Scott nicht magst, aber wie konntest du? Das war's. Ich bin fertig mit dir, Vater. Die Reaktion war klar. Nun, ich hoffe, du bist zufrieden. Ich hoffe, du bist zufrieden. Du hast deinen Fehler zugegeben. Das ist schon einiges. Fahr zur Hölle, Pilger. Come on, try me. Okay, brechen wir mal die Quest zu Ende. Mama, bitte. Ich liebe sie. Ist das wirklich zu... Warum kann sie nicht bei uns bleiben? Ich habe schon genug Mäuler zu stopfen. Aiden, da bist du ja. Du bist der Held. Sei der Held. Hilf uns. Helfen? Was soll ich denn tun? Auch wenn dir das nicht gefällt, Scott, aber ich stecke schon zu tief in der Sache drin. Du bist in Sicherheit. Der Rest geht nur die Familie etwas an. Ich halte mich da raus. Glaube ich auch, ja.
Warum bin ich überhaupt hergekommen? Worauf habe ich gehofft? Nein, los, warte. Gute Frage. Na, hoffentlich war es das jetzt. Meinst du, dass sie klarkommen? Scott kommt klar. Und um Lass soll sich ihr Monster von Vater kümmern. Ich bin nur froh, dass mein Junge in Sicherheit ist. Dank dir. Hier. Ich meine, diese Zwistigkeiten, die können wir nicht lösen. Aber wenigstens konnten wir das Leben von dem Jungen retten. Und das ist doch schon einiges. Okay, Leute, das war's für die heutige Folge Dying Light. Vielen Dank fürs Einschalten. Das nächste Mal gerne wieder. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Euer MacMo. Peace out.